So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ich bin der Tomrock und mit dabei ist die Tana, die Anorexis. Hallo. Da hinten am Hüttebaum. Und der Kuga. Hallo. Er kontrolliert die Arbeit. Endlich einer, der meine wahren Fähigkeiten erkannt hat. Aha. Ah, warte. Ich hab ja extra was für die Zwischenräume gemacht. So, pass mal auf. Jetzt haben wir doch eins. Mach ich das jetzt? Alter, das wäre cool. Also wir haben drin ja die Möchtegern-Rumpelkiste. So, wir haben jetzt schon mal Licht in der Bude. Wir haben auch hier eine schöne Wand voll mit Kisten. Da kann ich große Buchstaben ranpappen. H für Holz. Ne? Nee, gar nicht, war da nicht. Und hier. S für Steine. Wo hab ich sie denn? Da. Ich hab da noch was Schönes gebaut. So. Bench schon. Raus. Kiste raus. So. Ne? Räumbein. Da muss ich gleich mal gucken. Fenster. Ja, komm, wenn, dann muss ich doch schon was hermachen. Zwei Fenster. Ja, mach auch ein Schrägdach drauf. Ein Spitzdach, ja, meine ich. Mal hier, das mal zumachen. Ich glaube, du hast Gemüse. Oh, da gibt es bestimmt. Was machen wir für eine Tür? Ich habe jetzt eine Metalltür gemacht. Ah, das Ding wird wahrscheinlich höher als so ein Wachturm. Gemüsewachturm. Ganz, ganz wichtig. Du kannst deine Kiste eigentlich schon mal da drin platzieren, Zova. Kann ich? Oder hast du keine mehr? Ich habe aber noch eine. Die habe ich gerade. Eine kleine, weil das so schmal ist. Okay. Hätte jetzt eine kleine. Hier hätte, glaube ich, eine kleine gereicht. Ja. Hier reicht eine kleine. Ich stelle sie einfach mal in eine Ecke auf den Boden. Zack. Oh, Mann. Erde rein, Samen rein. Oh, ist das schön. Was haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben wir das 7 da Felder rein. Frei? Alles, was mit Samen 1, und 2, so zu tun hat, kann man alles schön da rein. Schade. So, ja. Meine restlichen Friends da. Zack. Holz. So. So. Das wird lustig. Ja, oh. So, ich muss noch kurz auf meinen Spickzettel gucken, ob es noch passt. 7. Spickzettel. Ja, ne? Aber ich auch das so ein Spickzettel, muss mal gucken. Genau. So, die. Das sieht man ja fast gar nicht. Was bist du da gerade? Ich bastel. Ich teste gerade. Ach so. Siehst du, fehlt mir noch was. Zack. So. Sehr schön. Hohoho. Siehst du, jetzt aber auch ein Namensschild von der Bude. Fein gemacht. Fein gemacht, alle so beschäftigt. Ja. So, das ist das Tolle jetzt gerade. Wir sind ja sowas von, wir sind bombensicher in der Bude hier. Wir können ja wirklich rund um die Uhr basteln und bauen und machen und tun. Finde ich Hammer.
So. Oh, Mist, ist er verkehrt. Apropos. Wollen wir noch Fackeln? Haben wir noch Fackeln oder können wir noch welche basteln? Deine Dinger draußen habe ich übrigens alle fertig gemacht. Meine Dinger? Deine, warte. Die ganzen Pfeiler. Ach so. Wegen. Na? Stimmt, die waren gar nicht fertig. Richtig, da war doch was dabei. Alter, ja, war doch irgendwas. Pass mal auf. Das. Oh, hier, ach, hier sind noch 18 Stück. Warte mal an. Die nutzen wir doch mal. Zack. Ah, die Cobblestone kann ich nur noch im Mischer bauen, ne? Welche? Ja, die ganzen Blöcke. Was ich gerade mache? Ja, habe. Was du kaputt machst gerade, ja. Nein, baust du alles in der Tasche. Muss Pflastersteine bauen und dann die Dinger. Ah, ich muss erst die Frames machen. Ja, 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 richtig. Die Frames gibt's nicht. Du musst die Steine machen und daraus baust du. Genau. Gibt keine Frames mehr dafür. Und wie ändere ich dann? Ah, okay, verstanden. Ja, jetzt habe ich's. Da war doch was. War das noch? Da war doch was. Ja, wir haben auch gesucht am Anfang. Also ich habe auch gesucht. Ja, ich habe auch gesucht. Also die Frames. Das raus die scheiß Frames. Ich finde die Frames nicht. Vorher musste man immer Frames haben, jetzt aber immer nicht mehr. Jetzt kannst du das so machen und dann aufwerten. Ja, genau. So. Zack. 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 Seid ihr noch da? Nö. Ihr seid voll beschäftigt, man kann das hören. Aber noch ein paar Nägel? Man kann hören, ihr habt richtig Schweiß auf der Stirn. Ja. Man kann das hören. Das glaube ich dir. Ja. So, zack, ausrüsten. So. Oh, beim ersten Versuch nicht gefunden. Es ist Tag, wir dürfen wieder raus. Juhu! Ja, viel Spaß. So. Zack. Will ich das denn bauen? Ja, wenn ich das wüsste. So. Wo wollen wir denn unseren Grillplatz bauen? Ich bin gerade dabei. Wo es gemütlich ist. Ich hätte den jetzt direkt vor die Tür gesetzt. Aber ich muss halt... Wir müssen halt die Erde da wegmachen und dann die doppelgroßen Dinger reinmachen, damit wir da drauf bauen können. Jetzt geht der Ratzfatz hier. Alter, die Erde einmal abtragen, direkt bevor. Ich hätte da einfach ein paar Stühlchen hingemacht und, weißt du? Ja, aber wir müssen ja auch den Grill dann noch irgendwo bauen. Ja, aber wenn du hier die Viererfläche hast, hier passt doch hier vorne in dem Eckchen auf dem Eck dann der Grill. Da drum dann die Stühle. Also für Grill brauchst du 3x3, habe ich gerade getestet da vorne. Ach so. Geil. Deswegen, das wird ein bisschen eng hier. Ja. Ah, wir haben ja hier noch Platz, Gucker. Die Kisten kommen doch jetzt weg. Kannst du dir theoretisch hier hinstellen. Ich räume mal eben alles raus, was in den Garten gehört, erstmal. Pilze können nochmal hier. Jetzt soll ja auch nicht direkt vor den Fenstern stehen. Wegen Luftverputzung. Ja, und wegen Sichtverdeckung. Tada! Ja. Das ist ja quasi die Wahrheit. Ja, so heißt ja auch mein Streaming-Titel, die vier Chaoten. Wir sind nur drei. Oh. Ja, eigentlich waren es ja vier. Ja, wir sind verjüngt. Ah, wir können doch. Passt der hier hin? Was? So neben die Garage? Was denn? Der Grill?
Mach das doch hier vorne her. Ach nee, hier vorne ist doof. Ah, hier vorne ist doof. Hm. Also die Hütte ist noch nicht fertig, aber wir planen schon draußen rum. Das finde ich gut. Hier so ein bisschen, ja, ist grün. Ist grün. Mein Gott. Ich habe ein Kloß im Hals. Oh. Die erste Bude hat einen Namen. Ist das schon mal Hammer. Warum kann man das so blöde lesen? Weil du die noch nicht angemalt hast. Kann man die anmalen? Ja. Ach, die Buchstaben kann man anmalen? Du kannst alles anmalen. Regenbogenfarben. Nee, aber hier ist auch blöd, wenn wir hier die Garage machen mit der Ausfahrt. Wie? Nee, also ich hätte vielleicht gesagt, dass wir den... Ja, obwohl, hier ist ja dann... Wie aber da vorne kommen wir ja auch nicht raus. Also, wir müssen ja eh hier noch... Hier muss ja sowieso noch ein großes Loch rein, ein Garagenloch. Garagenloch, wie wisst ihr denn? Eine große Tür haben wir gar nicht. Doch, die großen Schiebetüren nur so. Was? Ja, es gibt Garagentore. Nee. Wie heißen die Dinger? Garagentor. Nein, Metallgaragentor, ich dreh durch. Ja, gewöhnt. Also, das sind doch die riesigen Tore, die wir immer aufschlagen, wenn wir in diese Metalldinger rein wollen. Genau. Wo wir so lange drauf rumprügeln müssen. Echt? Warum bauen wir so ein Ding nicht? Ja, weil wir noch keine Mopeds haben. Ja, aber ja. Den haben wir schon mal so eine Tür drin. Das war schon mal Hammer. Ja, mich hat sowieso gewundert, dass da so ein kleines Garagentor drin ist. Ja, hier doch genauso. Hier müsste dann auch so ein Mörderteil rein. Wie groß ist denn da das? Da gucke ich doch gerade hin. Ja, wie groß ist denn so ein Teil? Hier. Du darfst der Scheune einen Namen geben, bitteschön. Der Scheune? Ja, dem kleinen Häuschen. Gib du ihm mal einen Namen. Sieht noch ein bisschen traurig aus. Da lassen wir Zova bis sich farblich noch ein bisschen austoben. Also Zova auf jeden Fall schwarzes Dach, ne? Ist typisch Scheune. Und wenn, dann am besten grün. Ja. Wie macht man denn Schilder? Gibst du einfach Wood ein. Und dann hast du einmal eins, zweimal zwei, dreimal, keine Ahnung, eins. Wood. Ist das mal Wood? Ja, ich hab's bei Wood eingegeben. Da sind Wood-Zeichen. Genau, und dann hast du das kleine und große, aber die kleinen. Das kleine ist das, was Kuga jetzt an die Wand hängt. Du siehst ja die Größe gleich. Boah, das blendet aber extrem. Das sind die Schilder. Ach, so ja, wir können ja mal alle die Lampen ausmachen am Tage. Ich hab keine Lampe an. Die reichen doch immer eins. Reicht doch vollkommen aus. Für die Kisten. Super, genau, Mensch. Ach, das müssen wir nur ein paar verbauen. Das ist jetzt die Größe. Perfekto, das ist genau die richtige Größe. Aber super. Da brauchen wir Nägel für. Ach, großartig. Ey, jetzt können wir zugucken, wie Kuga schreibt. Garten. Zeugs. Ich dachte, er gibt ihm dann einen witzigen Namen, weißt du? Ja, lass dich mal kreativ so ein bisschen aus jetzt. Ja. Zeugs zum... Zum Wachsen in der Erde. Na, das ist mal kreativ. Ja gut, okay. Aber was sagst du zu meinem Häuschen, hä? Mit Scheibchen, aber leider nicht geputzt. Der Fensterputzer war noch nicht da. Dem müssen wir aber echt nochmal, ne, Bescheid geben. Ja, es gibt leider keine Sauber. Es ist nur ein Kistchen drin, aber... Reicht ja, quasi. Wenn ich schon meine Küche nicht kriege... Das ist Ein-Mann-Hütte. Du hast da die Küche. Riesengroß. Da fehlen zwar noch die Geräte, aber sonst... Ich könnte die Scheibe mit der Axt kurz putzen. Nein. Die ist temporativ. Ja, auf der Küche... Auf den Küchenfliesen steht eine Wand. Das ist dafür da, damit die Fliesen da unter, denn sind die immer sauer. Dann ja, wo willst du denn die Küche reinsetzen jetzt richtig? Wegen... Was? Küchenschränk. Ich hab gedacht, da baust du mir eine schöne Küche hin. Das ist überhaupt... Ja, stimmt. Ja, sonst müssen die Wand nochmal wegreißen. Nee, das geht jetzt nicht mehr, weil die ganzen Kisten da stehen. Das geht schon mal nicht. Ach, großartig. Ich brauch Farbe. Ja. Ich brauch einen Pinsel und Farbe. Dann geht das hier los. Dann pansel ich den ganzen Fußboden an hier. Na super. Leg doch einfach Fliesen. Fliesen? Ich kann doch keine Fliesen auf die Fliesen legen, denn du bist ja viel zu hoch. Das kann man eigentlich machen, stimmt. Aber dann sieht das doof aus mit dem... Aber warte mal, ich habe eine Idee, warte.
Nee, ich sollte auch ins Crafting-Menü gehen, ne, wenn ich was eingeben will. Ja, vom Vorteil. Nägelchen? Haben wir irgendwo Nägel? Nee, haben wir nicht. Warte, ich hab noch welche. Ich hab noch 8. Leg ich immer in die Werkbank. Oh ja. Brauche ich denn dafür? Aber ich kann dir gerne nochmal welche anschmeißen, weil wir werden wahrscheinlich noch ein paar mehr brauchen. Das wäre nicht verkehrt. Und die brauchen wir eh. Scheiße, Y. Wood. Da. Wooden Science, da ist es doch. Oh. 2 Stück kann ich machen. Super, da brauchen wir 4 Nägel für ein so ein Schild. Oh. Ja, ich habe gerade nochmal 100 eingeworfen. Dann kann man doch hier eigentlich großartig die Küche einbauen. Ja, das ist hier noch schön. Ich gehe mal, weißt du, wo ich jetzt erstmal hingehe? Zu deinem Zement. Zement, ja genau. Gucken, ob der mittlerweile mal... Zement, großartig am Bauen. Also in den letzten Folgen sind wir nur am Bauen, ne? Ja, ist doch... War noch nicht eine große Loot-Tour machen. Wir haben's, ich habe zwar auch schon ein Haus abgerissen und Kuga, glaube ich, 3. Och, ja. Wir bauen nur in der Hütte rum, ne? Ja. Irgendwie... Auch mal ganz nett. Oh, ich hab die Fliese kaputt gemacht. Ach, großartig. Hoffentlich sieht das keiner. Kaputt gemacht. Direkt im Eingangsbereich, auch großartig. Oh, jetzt kommt auch noch die Suppe. Ah. Suppe? Immer die Suppe hier draußen an. Oh, nee. Da schaust ja kein Hund vor die Tür. Kuga, gehst mal raus. Ich geh mal. Was eine Hütte, wenn die mal fertig ist, irgendwann. Boah, ich könnte mal, wir hatten mal irgendwo die Hütze. Wohnzimmer, schön groß und geräumig, da brauchen wir Platz. Und natürlich auch eine Garage, brauchen wir Platz für. So. Nicht irgendwo. Soll ich jetzt sehen? So, pass mal auf, zack, und hier. Hup. Na, hup. Warte. Bohren rausmachen. Das wäre... Nein. So, ich geh mal rüber. Gucken, was drüben los ist. Kann einer Bricks herstellen? Ich kann die noch nicht. Was für Dinger? Bricks, Pflastersteine sind Cobblestones. Ziegel. Guck mal nach Ziegel. Ziegel. Müssen wir die auch lernen? Großartig. Bogen. Blackstone. Aber ich finde nicht wo. Weil da könnte man ja auch musst dann so... Du auch in der Werkbank herstellen. Ja, nee, eben nicht. Ach so, nee, warte mal. Keine Ahnung. Irgendwas muss davon noch gelernt werden, aber ich weiß nur noch nicht was. Muss ja irgendwas beim Bauen sein. Stimmt, es gibt ja noch Ziegelwände. Na toll. Da muss ich die Workbench dafür können. Nee, es ist ja auch schwachsinnig. Nee, ich kann die Workbench und kann Ziegel auch nicht. Aber wahrscheinlich, weil ich kein Material in der Tasche habe, oder? Warte, ich habe noch einen Stone, doch, gebaut. Stone und Clay. Ah, nee, du brauchst 60 Clay. Ich könnte Ziegel bauen, aber ich brauche 60 Clay pro Ziegel. Und warum kannst du die und warum ich nicht? Wahrscheinlich, weil du die Workbench gebaut hast. 60 Clay pro Ziegel? Ja, das ist schweineteuer, das Zeug. Wahnsinn. Aber ich brauche eh Clay für drüben. Ich hole mal ein bisschen. Hier. Was hier? Habe ich fallen lassen gerade. Ach, du bist gerade weggelaufen. Ja, wie viel Clay hast du dabei? Es waren 180, aber man hätte ja einfach mal ausprobieren können, wie der auf dem Boden aussieht. Ach so, warte. Ist hier direkt vor mir. Ich sehe dein Häufchen. Okay. Ich habe dein Häufchen gesehen. Wo war das jetzt? Glaub mir, du willst mein Häufchen gar nicht sehen. Nee, ich glaube auch. Rauchen haben. Ich habe beides in der Tasche. Zeigt mir aber nicht an, dass ich es in der Tasche habe. Da
so. Ja, ich konnte es gerade auch nicht bauen. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich sie bauen muss. Ja, ich habe jetzt vermutet, also es wird Workbench angezeigt, aber Workbench finde ich irgendwie unlogisch. Ach, das ist nicht Workbench. Oh, Mann, oh. Ah, in der Schmiede? Ist ja noch unlogischer. Aber... Ja doch, es wird hier drin gebaut, aber uns fehlt dafür was. Ach ja, ich muss es ja erstmal einschmelzen. Ha. Doch, du musst es in der... Wir müssen es hier drin einschmelzen. Wir haben hier keine Steine. Ich schmelze hier mal Steine mit ein. Hier rechts, in die rechte habe ich alles reingelegt. Du musst die in der Forge machen. Ja. War das Forge-Zeichen. Weil vielleicht kann man da ja einen schönen Fußboden rausbasteln. Weil ich erinnere mich, wenn die so aussehen wie früher, sehen die gar nicht schlecht aus. Ach, ja. Aber das kannst du auch, wie gesagt, anmalen. Ja, ja, man kann auch Blumen hinstellen. Ja, das stimmt. Das könnten wir auch. Ja, richtig, das können wir eigentlich auch machen. Aber fängst du damit an, fange ich an, Amok zu laufen. So eine kleine Blumenwiese. Du kannst deine Bäume übrigens jetzt abholzen. Stimmt, genau. Oh ja, die machen ziemlich dunkel hier. Ja. Wir sind aber von unseren Garagentoren auch irgendwie abgekommen. Genau, wir wollten Garagentore bauen. Ja. Es ist 9 Uhr, ich gehe raus, ich gehe Holz hacken. Ich gehe meine Runde. Ja, ich bin gerade Lehm am Schippen. Die Zeit ist auch schon wieder im Keller, ne? Boah. Ach, schon wieder vorbei, Folge. Ja, das läuft ja sowas von fix hier. Das ist ja. An so einem Tag ist nichts dran, oder an so einer Folge, ne? Nee. Alter, das ist ja Nacht da drüben. Ach ja. Nee, das ist nicht Nacht, das ist Nebel. Oder meinst du die Bäume? Die Bäume. Ja, deswegen baue ich die auch nie so nah an eine Basis. Es wird gleich. Gleich richtig Duster, wenn die hochgehen. Wir haben richtig Schatten hier. Mein Gott. Du siehst die Zombies nicht, ne? Nee, das ist immer das Schlimme. So, aber die finde ich jetzt, mein Freund. Aber die Folge schon wieder durch. Schon wieder, weil doch gerade erst. Ja, wir haben ja die Nacht mal wieder aufgenommen. Ja, wir waren noch durchgehend. Aber dann sagen wir mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, denkt dran, nächstes Mal wieder einschalten. Bei 7 Days to Die. Mit den, ja, die Chaoten, ne? Ja. Haben wir schon fast einen Namen, Mensch. Ja, so heißt die ganze Staffel schon bei mir. Gottes Willen. Ja, wie gesagt, einschalten, Freunde. Bis denn. Ciao. Tschüss. Tschüss.